Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video zeige ich euch mal das hier. Das ist der iPod 4G von Apple. Viel Spaß! Also, hier kann man ihn jetzt sehen, den Apple iPod 4G. Diesen gibt es mit einem weißen Display und einem schwarzen. Ich in diesem Fall habe den mit dem schwarzen Display. Die Speicherkapazität ist 8 GB, 32 oder 64 GB. Ich habe das 32 GB Modell, wie es hinten drauf steht. Die Abmessung des iPods sind: Er hat eine Höhe von 111 mm, eine Breite von 58,9 mm, eine Tiefe von 7,2 mm und ein Gewicht von 101 Gramm. Außerdem besitzt er ein 3,5 Zoll Display mit einer Bildschirmdiagonale von 8,89 cm. Und dieser Bildschirm besitzt eine Auflösung von 960 x 640 Pixeln bei 326 Pixeln pro Zoll. Außerdem besitzt der iPod noch diesen altertümlichen Stecker, den 30-Pin-Connector, den es bis zum iPhone 4S gab. Heutzutage baut Apple ja den neueren Lightning-Anschluss ein. Der Akku des iPods besitzt eine Musikwiedergabedauer von bis zu 40 Stunden, 7 Stunden Videowiedergabe und kann innerhalb von 4 Stunden wieder aufgeladen werden. Oder mit einem Schnellladenetzteil sogar in 2 Stunden. Außerdem besitzt er einen Kopfhöreranschluss, was ja heutzutage nicht jedes Gerät besitzt, nur wenige Geräte besitzen noch diesen Anschluss. Eingeschaltet wird er oben über diesen schwarzen Knopf, indem man ihn 2 Sekunden gedrückt hält, bis das Apple-Logo erscheint, und dann muss man kurz warten. Weil es mir zu lange gedauert hat, habe ich das mal auf 4-fache Geschwindigkeit vorgespult. Wenn er dann gestartet ist, muss man das Passwort eingeben. Wenn der Bildschirm aus ist, drückt man einfach kurz auf den Anknopf und dann kann man hier über die Entsperren-Taste darüber wischen und dann kann man seinen Code eingeben. Oder man geht auf das Kamerasymbol und wischt so nach oben und dann startet sich die Kamera. Die Kamera, also die Hauptkamera, die Rückseitenkamera, bietet eine Videoaufnahmefunktion von bis zu einer Größe von 720p bei 30 Bildern pro Sekunde und ein Foto von 960x720. Fotos mit der Frontkamera werden in VGA-Qualität mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Ja, ich finde, der iPod ist ziemlich schnell und funktioniert auch noch gut, dafür, dass wir schon 2017 haben und es eigentlich schnellere Modelle gibt. Ja, und so hier sieht die Benachrichtigungsleiste aus. Apps schließt man, indem man zweimal auf den Home-Button geht, dann die lange hält und dann auf dieses Minus geht. Und wenn man lange das gedrückt hält, kommt man zur Sprachsteuerung. Hallo. Was ich halt bloß daran blöd finde, ist, dass es keine Siri gibt, obwohl Siri bei dieser Version von iOS schon mit dabei war. Ja, mein Gerät hat 32 GB, wie ich schon gesagt habe, und die Version iOS 6.1.6, was auch die neueste Version ist für dieses Gerät, also was dieses Gerät unterstützt. Was ich auch noch dazu sagen muss, das Gerät ist bei mir, wenn man den App Store oder generell ins Internet geht, ist es sehr langsam, wie zum Beispiel hier jetzt. Es lädt einfach die Bilder von den Apps ziemlich langsam. Was nicht an meinem Internet liegt, weil das ziemlich schnell war. Ja, wenn man jetzt hier Clash Royale runterladen will, werdet ihr gleich was sehen. Was ich sehr schade finde, da steht es auch, die App braucht mindestens iOS 7, was scheiße ist, weil ich bin genau eine Version drunter. Aber zum Glück
gibt es ja einen Trick. Wenn ihr jetzt oben rechts auf das i klickt, kommt ihr zu einem Video, wo erklärt wird, wie man trotzdem sich Apps für eine neuere Version auf so einem alten Gerät runterladen kann. Wie ich es zum Beispiel für Instagram, Facebook, Skype, Google Übersetzer und Google Maps und so gemacht habe. Und für einige Spiele. Weil dabei lädt man sich einfach eine ältere Version von der App runter. Man hat dann zwar nicht die neueste, aber man hat zumindest eine, die noch auf dem Gerät funktioniert. Wenn man dann die Kamera öffnet, dauert es ein bisschen, aber sie ist ziemlich gut. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Kamera hat eine Videogröße von 720p mit 30 Bildern. Und dieses Foto hier sieht ziemlich schlecht aus, wenn man sich das so auf dem PC anguckt. Auf dem iPod geht's zwar noch, aber auf dem PC, nee. Also für Schnappschüsse gut geeignet, aber so würde ich es nicht empfehlen. Also ich würde es niemals als Hauptkamera jemandem empfehlen. Und wie ihr gleich seht, für Selfies auf gar keinen Fall geeignet, weil die Selfies in VGA-Qualität aufgenommen werden. Ja, zudem gibt es eine einzige Option, dass man das Raster, also diese Kreuze da, an- und ausstellen kann. Und die Videofunktion, wer hätte es gedacht, ist ziemlich scheiße bei 720p. Ja, man sieht hier ziemlich viel Bildrauschen und der Ton ist auch nicht so besonders. Ja, wie ich es vorhin schon, glaube ich, erwähnt hatte, der iPod ist sehr, sehr, der spiegelt sehr von der Rückseite her. Und ja, das steht deswegen Ergo drauf, weil meine Oma hat mal bei der DKV gearbeitet, die ja zu der Ergo-Versicherung gehört. Und da haben die ihr, als sie aufgehört hat und in Rente gegangen ist, haben sie ihr diesen iPod als Werbegeschenk geschenkt. Also, oder als Abschiedsgeschenk. Und jetzt hört ihr mal ein paar Aufnahmen, die von dem Lautsprecher des iPods kommen. Ja, also der Lautsprecher ist auch nicht der beste, also ich würde ihn jetzt nicht empfehlen, um damit irgendwie Musik zu hören. Ja, mein Fazit zu dem iPod, also ich finde ihn sehr gut, man kann ihn auch noch nutzen, so um mal schnell im Internet was zu suchen, aber so als tagtägliches Gerät würde ich ihn nicht empfehlen, weil man sich kann sich keine Apps runterladen, also nicht die neueste Version von den meisten Apps und außerdem ist er im Internet surfen ziemlich langsam. So, das war mein Review zum Apple iPod 4G. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch dem Video einen Daumen nach oben und schreibt auch einen netten Kommentar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und habt ihr auch bemerkt, ich habe mein neues Mikrofon dafür eingesetzt, das Rode NT-USB. Wenn euch das auch gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare. Das war euer Windri1611 und ciao!